Gelassenheit können wir lernen, je früher, desto besser, ist unser Titel sozusagen. Also Achtsamkeit. Ich würde gerne euch ein bisschen erzählen oder die Definition von Jon Kabat-Zinn. Wer war vielleicht im Vortrag heute Morgen, da war auch ein Zitat von Jon Kabat-Zinn, dass wir können nicht die Welle beeinflussen, sondern wir können lernen zu surfen. Und hier ist ein Foto von Jon Kabat-Zinn. Das ist ein Pionier in der therapeutischen Anwendung von Achtsamkeit oder auf Englisch Mindfulness genannt. Und das ist übersetzt geworden mit diesem Term Achtsamkeit. Für mich Achtsamkeit ist das Gleiche wie Mindfulness auf Englisch. Und Jon Kabat-Zinn hat in die 70er Jahre ein Programm auf die Beine gestellt für Stress oder für Stressreduktion. Das heißt MBSA, für Mindfulness-Based Stress Reduction. Und seine Definition von Achtsamkeit ist folgende. Achtsamkeit bedeutet, auf eine bestimmte Weise gewahr zu sein, absichtsvoll im gegenwärtigen Augenblick und nicht bewertend. Also auf eine bestimmte Weise gewahr zu sein, absichtsvoll im gegenwärtigen Augenblick und nicht bewertend. Es gibt eine zweite Definition, die ich finde auch hilfreich, auch beide zu haben tatsächlich. Achtsamkeit ist die bewusste Wahrnehmung aktueller Erfahrungen und deren Akzeptanz. Also ihr merkt, es gibt zwei Bausteine. Einer ist Gewahrsein, wird manchmal dem Augenblick wahrnehmen zu können, wird übersetzt in diese Hier und Jetzt manchmal, ne, so präsent sein, ist eine bestimmte Art der Aufmerksamkeit. Und dann gibt es diese zweite Baustein, ist diese nicht bewertende Haltung oder Akzeptanz für was gerade stattfindet. Ja, wir können uns nach dieser Definition fragen, bewusst im Hier und Jetzt anwesend zu sein, sind wir eigentlich nicht anwesend? So, was bedeutet das? Ne? So, sind wir nicht in dem Moment? Und tatsächlich sind wir manchmal nicht in dem Moment. Wir kennen alle diese Momente, wo wir ganz präsent sind, wenn wir zum Beispiel etwas machen, das gibt uns sehr viel Spaß und wir sind sehr konzentriert, wir machen etwas, das uns erfüllt und da sind wir in dem Moment. Aber wenn wir zum Beispiel von A nach B laufen, zum Beispiel in der Schule, vom Klassenzimmer zum Lehrerzimmer, vielleicht laufen wir da und vielleicht sind wir gar nicht wirklich anwesend. Wir sind natürlich da, aber wir denken, wir sind schon in der nächsten Stunde oder wir sind in die Stunde, die vorher stattgefunden hat, wo wir hatten ein Gespräch mit einer Kollegin und es war vielleicht nicht so ganz, ist nicht so ganz gelaufen, wie wir das wollten und wir laufen tatsächlich im Flur, aber wir sind nicht anwesend. Und dieses zweite Element, annehmen gerade, also diese Nichtbewerten oder Akzeptanz, ist, dass wir versuchen anzunehmen, gerade wie das ist. Das wird manchmal, gibt es ein Missverständnis darüber, dass man sagt, okay, aber dann wenn man alles akzeptiert, wie es ist, ne? So, wie geht das denn? Weil das ist auch nicht unbedingt gesund. Das stimmt. Aber wenn es schon da ist, haben wir keine Wahl. Das bedeutet nicht, dass wir nicht mit unserer Kraft und Energie schauen, was kann ich ändern, ja, in dieser Situation jetzt gerade. Aber man muss erst mal sehen, wie ist die Situation. Diese Fähigkeit haben wir wirklich alle und es geht nur um das vielleicht wieder. Und die Kinder sind manchmal auch viel mehr in dem Moment, viel mehr präsent. Die sind vielleicht nicht sehr, die machen das nicht bewusst sozusagen. Aber
Uns geht es, dass als Erwachsene wir können das auch üben oder wiederfinden. Und das ist die Praxis der Achtsamkeit. Ups. Es gibt dieses Bild, die kennt ihr vielleicht, aber ich finde die immer schön, immer wieder zu sehen. Das ist natürlich mit das Wort Mindfulness, ne, so wird es damit gespielt. Mind bedeutet Geist und wie ihr seht, als Mensch steht mindful, also wo wir spazieren gehen und sind voller mit ja, Geschichte im Kopf, Gedanken, Sorgen, ja, wie wird es in der Zukunft und so weiter. Und mindful wäre, was dieser kleine Hund erlebt, einfach präsent und da sein. Und diese Fähigkeit zu denken, zum Überlegen, zu planen, ist sehr wichtig. Das ist keine Frage. Wir brauchen das auch. Wir machen, das ist auch gut, dass wir an etwas denken und zu Ende denken. Aber manchmal eine gute Balance ist auch gut. Manchmal ist es auch schön, wenn man wahrnehmen kann, was ist und nicht nur in dem Zukunft oder Vergangenheit lebt. Und das ist dadurch, hat die Kraft der Praxis der Achtsamkeit. Und in der Medizin zum Beispiel, man hat gesehen, Achtsamkeit hilft beim Stress, also fördert Stressreduktion, Burnout-Syndromen auch und Depressionen, ne, also Achtsamkeit kann helfen da. Oder mit Angststörungen, die Wirkungen von Achtsamkeit ist da geforscht geworden durch dieses Programm MBSA und man hat gesehen, es hat Einfluss auf chronische Schmerzen auch und ADHS. Und vielleicht auch zu gucken, das ist in der Medizin. Und natürlich könnte man sagen, ja, okay, aber das sind Leute, die sehr hoch Stress erleben vielleicht, aber wie ist das in ein gesunder Mensch? Ne? So, und es gibt eine Meta-Analyse mit 29 Studien, die zeigt, dass Achtsamkeit zeigt auch positive Wirkungen auf Stress und Depression und Angststörungen auch bei gesunden Menschen. Und verbessern die körperliche und geistige Gesundheit. Und ein ähnliches Bild sieht man in die Ergebnisse, Forschungsergebnisse, die mit Lehrer und Lehrerinnen gemacht wurden, wo die auch einen Ablauf, einen achtsamen Kurs gemacht haben. Und man hat verschiedene Sachen gemessen und in unterschiedliche Studien. Und man sieht, dass Stress, also das reduziert Stress, Krankheit und Fehltage, ein Druckgefühl, diese Demotivation, also, und reduziert von psychische Symptomen und Burnout. Und die andere Seite zeigt auch die positive Effekte von einer Praxis, also angemessene Unterstützung. Man hat ein Gefühl der Fähigkeit, die Klasse zu leiten, mehr unterstützende Beziehungen zu Schülern. Und wir haben gesehen auch, wie wichtig das ist für Resilienz, haben wir heute Morgen gehört. Zufriedenheit im Leben steigt und Selbstmitgefühl auch steigt. Interessanterweise auch. Also als Zusammenfassung, was bringt uns das Geschenk der Achtsamkeit? Ist durch dieses mehr Gewahrsein, ne? So, weil wir mehr wahrnehmen, wir bemerken auch, was gerade ist. Also es schenkt uns Präsenz und Aufmerksamkeit. Und wir können auch alte Muster wahrnehmen und damit arbeiten. Das
wenn wir das machen, diese alten Muster wahrzunehmen, das bringt uns zum bewusster Reagieren. Also wir, der Ziel in irgendwie, ne, so, ist nicht unbedingt zum so reagieren, sondern zu antworten, eine angemessene Antwort zu geben, ein aktives Entscheiden. Und dafür ist die Achtsamkeit wunderbar, weil man nimmt ein bisschen diese Beobachterrolle. Oh, okay, was passiert jetzt gerade? Man nimmt ein bisschen Distanz zum was geschehen und man hat da die Möglichkeit, ein bisschen zu schauen, was möchte ich genau wie immer reagieren oder möchte ich etwas anders ausprobieren? Und dieser Zugang ist aber nicht immer möglich. Aber da üben wir uns in der Achtsamkeit, dass wir das auch mehr machen können. Wir erkennen, dass wir mehr Möglichkeit haben, als wir denken. So leichter mit Stress umzugehen, das haben wir schon erwähnt. Und vielleicht in Verbindung zu diesem Selbstmitgefühl, wir spüren die eigenen Bedürfnisse. Wenn ich eine kurze Pause mache und merken, was passiert jetzt gerade, hatten wir zum Beispiel in unserer ersten Panda-Ohren. Eine Teilnehmerin hat gesagt, ich spüre, ich bin gerade müde. Ja, und das spüren wir. Und es ist sehr wichtig, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse spüren. Weil wenn wir die nicht spüren, das ist, was bringt uns manchmal zum extremen Situationen wie Burnout. Leute, die oft in eine Burnout-Situation kommen, merken hinterher, dass es gab ganz viele Signale und der Körper hat ständig was gezeigt, man hat das nicht gehört. Insofern diese eigenen Bedürfnisse zu spüren, es ist wichtig. Höhere Konzentrationsvermögen, da werden wir sehen mit unserer kleinen Praxis, dass wir üben uns in Konzentration, wir nehmen einen Fokus und versuchen da immer wieder zurückzukommen. Da kommen wir gleich dazu. Und ein Geschenk ist doch, dass man dem eigenen Geist besser kennenlernt. Was sind die Gedanken, die immer bei mir hochkommen oder ja, immer wieder auftauchen? Also wir haben heute einen Tag über Resilienz und ich glaube, ihr könnt schon selber die Verbindung zwischen Achtsamkeit und Resilienz auch sehen und Achtsamkeit ist ein wichtiger Prädiktor für Resilienz, weil nochmal der Umgang mit Stress wird thematisiert auch. Ne? So, wir bemerken, dass wir als Erste wir bemerken, dass wir Stress haben und dann wir schauen uns das an, was kann ich eigentlich machen? Aber dafür muss man das erstmal wahrnehmen. Es geht viel um Wahrnehmen und Beobachten mit Achtsamkeit. Und wir können auch schauen und Strategie für Stress bewältigen, Stressbewältigungsstrategie, Entschuldigung, entwickeln dadurch. Emotionen sind auch Sachen, die wir bemerken, die wir wahrnehmen, wenn wir auch Achtsamkeit praktizieren und wie wir damit umgehen, wird auch eine spannende Facette der Achtsamkeit. Und diese Emotionsregulation ist auch sehr hilfreich für Resilienz. Natürlich hatten wir auch gesehen. Ja.